Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Apps. Apps, ist klar. Ja, Apps. Die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Apps ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau. Und ein Schuh-Tick. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist Apps. Ja, meine Damen, meine Herren, dann darf ich Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Überraschung 30. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar, denn die heutige Partie ist eine vorgezogene Partie des 30. Spieltages. Deshalb kamen wir ja auch zur Ehre, zwei Heimspiele in Folge austragen zu dürfen. Die heutige Partie endete vor 707 Zuschauern mit 3:1 für die Eintracht gegen Hertha Wiesbach. Ich begrüße zu meiner Linken den Cheftrainer der Gäste, Michael Petri, und zu meiner Rechten unseren Cheftrainer Josef Sina. Ja, ich denke, wir haben eine spannende Oberliga-Partie erlebt und wie immer, wie es sich gehört, zunächst die Analyse des Gästetrainers Michael Petri. Sie haben das Wort, bitteschön. Ja, zuerst mal Glückwunsch für einen Sieg. Ist ein bisschen bitter für uns, denn ich finde, wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Haben die ersten 40 Minuten, als wir noch komplett waren, ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir wollten gut stehen, wollten Nadelstiche nach vorne setzen. Das ist uns eigentlich perfekt gelungen. Kann mich die ersten 40 Minuten an keine großartige Torchance von Trier erinnern. Wir hingegen haben ein Tor gemacht und hatten die riesige Chance zum 2-0, wo der Torhüter überragend gehalten hat. Danach war es einfach so, dass wir dann eine rote Karte bekommen haben, wahrscheinlich wird Trier sagen, ganz klar. Ich sage eher, es war eine gelbe Karte, aber gut. Ich finde, vorher hat er schon ein, zwei gelbe Karte bei uns gezückt, die für mich ganz normale Zweikämpfe waren. Ich möchte aber nicht so viel im Schiedsrichter sagen, denn war zwar heute vielleicht auch ein bisschen ausschlaggebend, aber nichtsdestotrotz hatten wir ja die Chance zum 2-0. Danach hat Trier direkt zugeschlagen nach der roten Karte zum 1-1. Dann sind wir in die Pause, wollten uns nochmal sammeln, wollten nochmal dagegen halten, haben es dann auch viele Stunden ganz gut gemacht. Dann mit dem 2-1 war das Spiel fast gelaufen. Wobei man sagen muss, da hatten wir nochmal eine riesen Chance gehabt. Wenn wir da vielleicht 2-2 machen, können wir vielleicht hinten raus noch einen Punkt erkämpfen. Aber insgesamt hat man dann gesehen, dass Trier auch eine richtig gute Qualität hat, gerade in Überzahl. Und hinten raus müssen wir uns bei unserem Torhüter bedanken, dass es nur 3-1 ausgegangen ist. Hätte auch höher ausfallen können. Aber wie gesagt, ich bin momentan noch ein bisschen emotionsgeladen, weil ich einfach eine Vielzahl von Sachen gesehen habe, die jemand anders nicht so gesehen hat. Von daher nochmal, wir wollen kein schlechter Verlierer sein. Wir gratulieren Trier für den Sieg und ich bin trotzdem stolz auf meine Jungs für die ersten 40 Minuten. Das haben wir hervorragend gemacht. Danke. Ja, Michael Petri, vielen Dank. Ich denke mal, schlechter Verlierer war Wiesbach eigentlich noch nie. Und wenn die Partie anders ausgegangen wäre von den Schiedsrichterentscheidungen, dann würden die Argumente anders ausgetauscht werden. Von daher denke ich mal, können wir das nachvollziehen. Josef Sina, zweiter Heimsieg in Folge, zweite Mal, ein 3:1. Dein Fazit. Ich muss sagen, war ein sehr schweres Spiel für uns. War uns aber vorher auch klar, weil Wiesbach sehr kompakt spielt, sehr gefährliche Stürmer hat. Haben sie aber eigentlich in der ersten Halbzeit gut kontrolliert. Wiesbach macht mit der ersten Chance direkt auch ein Tor. Hatten wir ein bisschen dran zu knabbern. Dann hat uns unser Torwart Dennis Wiszczolek im Spiel gehalten, was ganz wichtig gewesen ist. Und mit dem Platzverweis ist das Spiel dann endgültig gekippt und haben das Spiel auch hochverdient gewonnen. Die ganz klaren Torchancen habe ich auf unserer Seite gesehen. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber das 3-1 ist eigentlich noch vom Ergebnis her zu niedrig ausgefallen. Bin aber zufrieden mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, wie wir in der zweiten Halbzeit immer wieder vorne drauf gegangen sind und uns auch die Tore herausgespielt haben. Und deswegen Kompliment an meine Mannschaft. Ja, normalerweise eröffne ich jetzt die Pressefragenrunde. Allerdings haben wir nur einen Vertreter heute von der Presse da, weil sowohl der standardmäßige Vertreter des Trierischen Volksfreundes, also des Wochenspiegels, als auch des Cityradios Trier heute nicht verfügbar ist. Demzufolge trotzdem die Fragerunde jetzt eröffnet für, ich glaube, die Vertretung vom Trierischen Volksfreund. Genau.
heute da. Ja, Herr Zidane, ich glaube, Schlüsselszene sicherlich der Platzverweis. Kurz vor der Halbzeit dann natürlich das 1:1 gemacht. Wie haben Sie die Szene gesehen? Ist hier eine blaue rote Karte? Ist eine Kollege vermutet? Oder? Von unserer Seite aus sah es, von der Bank aus sah es ganz klar aus wie eine rote Karte, weil er keine Chance auf den Ball hatte und von hinten auf Wadenhöhe reingesprungen ist. Es gibt Schiedsrichter in der Oberliga, die ziehen vielleicht auch nur eine gelbe Karte, aber ich glaube, über Rot ist da völlig in Ordnung. Gibt es weitere Fragen? Kam die Eintracht richtig ins Rollen in der zweiten Halbzeit? Wer hat Ihnen am besten gefallen in der Mannschaft? Sie haben am Schluss ein bisschen gewechselt, ein paar junge Spieler die Chance gegeben, aber sowohl wie dann gibt es mal schnell wieder eine Aufrufe. Ja, insgesamt haben wir eine gute Mannschaftsleistung gezeigt. Schwierig, jemanden hervorzuheben. Wer heraussticht, ist natürlich Christoph Anton mit den zwei Toren. Aber auch ein Dominik Kinscher, der das 2:1 überragend vorlegt. Insgesamt muss ich allen ein Kompliment machen. Weitere Fragen von der Presse? Nein, das ist nicht der Fall. Dann würde ich an dieser Stelle die Pressekonferenz beenden für den heutigen Karnevalssamstag hier in Trier. Ich denke mal, im Saarland ist auch ein bisschen Karneval angesagt. Michael Petri nickt mit dem Kopf, jawohl. Demzufolge wünschen wir eine gute Heimreise, gute kurze Heimreise ins Saarland und ja, viel Spaß in den närrischen Tagen. Und Josef Sina, wir sehen uns dann wieder am kommenden Samstag zum Auswärtsspiel in Worms-Feldersheim gegen die TSG Feldersheim, das nächste Heimspiel in 2 Wochen gegen den FSV Jägersburg. Bis dahin, viel Spaß und treibt's nicht zu doll. Dankeschön. Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Eppes. Eppes, ist klar. Ja, Eppes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Eppes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tick. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist Eppes.